Jo Leute, willkommen zu meinem neuen Let's Play. Ich hatte vorhin eigentlich schon ein paar Bot-Matches aufgenommen, habe ich jetzt gelöscht, habe ich gedacht, ich habe irgendwie Bock auf Let's Play davon, also mache ich das mal. Ja, White on Conflict, ein Strategiespiel, etwas anderer Art, es laggt irgendwie gerade so. Zumindest hier. Die Musik habe ich ausgestellt, ihr wisst wahrscheinlich auch warum. Und ja, ich würde mal sagen, wir fangen direkt ein. Während des Spiels kann ich einiges hier erzählen. Und zwar geht es hier um den Dritten Weltkrieg. Ja, komm, nehme ich einfach mal ein. Was nehmen wir dann? Also ich weiß nicht mehr, ich habe das Spiel sehr lange nicht mehr gespielt. Ich glaube, ich mache das jetzt mal auf einfach, weil ich habe es echt sehr lange nicht mehr gespielt. Früher habe ich immer gegen Bots auf schwer gerockt. Aber ich denke mal, ich mache auf einfach, weil es mal wieder reinkommen. Und dann würde ich sagen, starten wir mal die Kampagne. Ich hoffe, dass keine Musik kommt. Von deswegen, ihr wisst ja warum. Tutorial? Nee, das brauche ich nicht, weil Tutorial ist unnötig. Ah, Musik, ne? Gibt Berichte von der Küstenwache, wonach sich zahlreiche nicht gekennzeichnete Container für dem Hafen nähern sollen, die eine... Okay, das mache ich mal weg wegen der Musik. Die Russen haben uns überrascht. Wir befanden uns schon fast 4 Monate im Krieg und konnten noch immer nicht begreifen, was da vorging. Sogar als Artilleriegeschosse auf den Straßen Seattles einschlugen, standen viele Leute einfach nur da. Starr vor Schock und Fassungslosigkeit. Krieg im Fernsehen kann faszinierend sein. Aber persönlich, ganz aus der Nähe erlebt, ist das etwas ganz anderes. Stellen Sie sich vor, Ihr Büro wird in Stücke zerschossen, Ihr Auto wie ein alter Handschuh herumgeschleudert und Ihr Freund liegt blutend auf der Straße. Das war die Realität an jenem schicksalsträchtigen Tag im Herbst 89. Die Armee kämpft in Europa und andernorts und unsere Marine sollte uns vor einer Invasion schützen. Aber sie hat versagt. Sie wurde getäuscht, wie wir alle von der List der Sowjets getäuscht wurden. Aber als die ersten sowjetischen Panzer von den Frachtern rollten, versuchten einige von uns, einen verzweifelten Widerstand zu organisieren. Wir wollten nicht kampflos aufgeben. Also gut, ich habe jetzt den Anfang übersprungen. Ich glaube, ich erzähle es einfach mal so. Aber es kommt ja erstmal gleich. Ja, wir sind in Seattle. Ja, hier ist Captain Bennett. Ich möchte den Major sprechen. Was? Wer hat dann den Befehl? Was meinen Sie mit ich? Was? Was weiß ich? Wir müssen uns zurückziehen und neu formieren. Bitte kommen. Zulu 5 Mail. Ich will wissen, was im Hafen los ist. Fliegen Sie mal rüber und erstatten Sie Bericht. Machen Sie Witze, Captain? Wir haben da schon 4 Helis verloren. Das käme einem Todesurteil gleich. Hochverrat ebenfalls, Lieutenant. Ja, Sir. Sind schon unterwegs. Red Eye over. Also die Zwischensequenzen sind immer asynchron. Ich weiß nicht. Mein PC schafft das Spiel eigentlich ohne Probleme, aber irgendwie... Ich glaube, das liegt nicht im Aufnahmeprogramm so, ne? Mein Gott, die gesamte Rote Armee ist da unten. Die überrennen den ganzen Hafen. Wir müssen sofort hier weg. Rückzug, Sir! Rückzug! Ah! Red Eye 4, bitte melden! Verdammt! Somebody firing
Legen Sie diese roten Mist. Ich stelle mal gerade die Grafik ein bisschen runter, dass es nicht mehr so leckt. Ach, kann ich gar nicht, ne? Oder doch, da war das Spiel. Nee. Toll. Ja, würde ich sagen, wir sehen uns gleich hier. Ich mach mal die Grafik ein bisschen runter, weil das echt extrem leckt. Also, bis gleich. So Leute, bin ich wieder. Jetzt läuft es flüssiger. Ich habe die Grafik ein bisschen runtergestellt. Und ja, dann war ich es mal. Wie sichern, bevor wir uns zurückziehen können. So, ihr seht, das läuft auch viel flüssiger. Und die Grafik ist jetzt nicht mehr so, obwohl es geht eigentlich. Okay, Parker. Ich weiß, dass Sie der Liebling des Colonels waren, aber mich beeindrucken Sie nicht. Wir brauchen Infos, bevor wir diesen Sumpf verlassen können. Und Sie müssen sie beschaffen. Okay, wir haben jetzt... Finden Sie heraus, was eigentlich los ist und erstatten Sie mir dann Bericht, Parker. Ich frage mich, wie sich diese verdammten Roten an unserer Marine vorbeischleichen konnten. Also wir haben jetzt die drei US-Transporter, Bradley heißen sie, ausgestattet mit Raketen und MGs. Wir müssen jetzt hier den Punkt einnehmen. Okay. Verdammt! Sie müssen sich in den zivilen Frachtern versteckt haben. Und ich wette, bald kommen noch mehr. Achtung an alle! Hier ist Staff Sergeant Hansen von der Washington National Guard. Meine Männer sitzen in den Docks fest und brauchen sofort Verstärkung. Die bringen uns da um! Verstanden, Sergeant. Kümmern Sie sich darum, Parker. Meine Truppen sind alle gebunden. Ja, es können retten. Und zwar die Russen, also wir sind jetzt schon in Europakrieg sozusagen, schon truppt schon. Die Russen sind mit den zivilen Frachtern, sagen wir jetzt so, an der US-Marine vorbeigeschlichen. Starten gerade sozusagen die Invasion auf die USA. Und das hier halt der erste Start. Achtung an alle Einheiten in Seattle. Ich erreiche weder die Division noch das Oberkommando. Wir sind auf uns allein gestellt. Ja, wie gesagt, wir sind gerade in Seattle, das ist der erste, das ist ein Überraschungsangriff sozusagen. Wir müssen uns sozusagen erstmal verteidigen und Infos und so weiter sammeln. Schön, schalten Sie sie aus, Parker! Zeigen Sie denen, aus welchem Holz Amerikaner geschnitzt sind! Ja, es gibt noch eine Erweiterung hier vorne, da ist eine halbe, sage ich so, ein bisschen russische Kampagne dazu, aber nicht wirklich viel Neues. Die habe ich jetzt außerdem auch nicht mehr. Und ja. Grafik geht jetzt wieder. Es gibt wieder mittlere Einstellungen, aber... Gut gemacht! Und jetzt nichts wie weg von den Docks! Mir scheint, die Roten sammeln sich für einen Angriff vom Hafen aus! Ja, hier sind die ganzen Sowjets. Die verteidigen sozusagen erstmal den Hafen hier im roten Kopf. Hier ist Hansen! Die Nationalgarde hat in der Nähe des Hafens ein Versorgungsdepot. Wenn sie es sichern könnten, könnten wir vielleicht Verstärkung reinbringen. So, wir haben jetzt Panzer. Brauchen jede Hilfe, die wir kriegen können. Sichern Sie das Depot, Lieutenant Parker. Panzerabwehr. Soldaten bekommen. Na los, ihr roten Mistkerle. Ich und meine Jungs haben eine Verabredung mit eurem Stalin. Ja, Sabin, das ist so viel. Auf jeden Fall, ich habe jetzt die Panzerabwehr in den Bradley-Transporter transportiert. Das ist sicher wahrscheinlich. Na los doch, ihr Bastarde! Wir werden mit allem fertig, was ihr habt! Ja, red mal unnötiges Zeug. Ja, Sir, wir erobern den Gönnbach. Die Karte gibt's auch im Multiplayer. Wir sehen mal, wir können uns ein bisschen umgucken. Ihr seht hier. Das Versorgungsdepot ist gesichert. Dort bekommen Sie Ihre Verstärkung, Parker. Sorgen Sie unbedingt dafür, dass die LZ sicher bleibt. Wir weichen keinen Millimeter mehr zurück. Das ist unser Land, verdammt nochmal. Ja, ich hab einen Schnauz. Ja. Wir kommen mal zurück zum Bradley. Das ist gut. Die Grafik ist hier für mittlere Einstellung eigentlich noch ziemlich gut. Hansen hier. Eine Menge Zivilisten haben sich am Kingdom versammelt. Wir müssen sie da wegbringen, bevor es zu spät ist. Was wir brauchen, Sergeant, ist ein schneller Abzug aus der Stadt, bevor es zu spät für uns alle ist. Sie bleiben und helfen aus, Parker. Wir dürfen die Leute nicht den Russen überlassen. Aber wir können sie doch nicht einfach hier sterben lassen, Captain. Verdammt! Nein, das geht nicht! Parker! Ich kann es nicht riskieren, dorthin zu gehen. Sie müssen sich jetzt zum Kingdom durchkämpfen. Erkunden Sie lieber die Route, bevor Sie gehen. Die Russen dürften mittlerweile überall sein. Ich weiß, Sergeant. Parker, schicken Sie ein paar Späher, um die Position auszukundschaften.
Ja, da würde ich mal sagen, das können... wo war denn das nochmal? Da. Unsere Panzerabwehrinfanterie machen. Sollte das schaffen? PA-Team ist... Wir rücken aus. Dass sie die LZ noch halten. Fahrzeuge. Wir haben ja auch ein Reparaturfahrzeug, das am dauernd ist. Panzerkiller gehen jetzt in Position, Sir. So, die sollten das doch noch schaffen. Los, sofort Wärme abfeuern! Das heißt, das geht weg. Genau, mit Raketen an. Die Infanterie ist ziemlich gut hier. Die Grafik ist eigentlich ziemlich schön. Ja, das weiß ich. Man kann hier ein bisschen decken stehen. Ja, das geht wahrscheinlich. Bringen PA-4 in eine bessere Position. Also brauchen wir nicht unbedingt, weil die Gebäude meistens immer bombardiert werden. Wenn die Infanterie da drin sitzt und jetzt fliegt in die Luft, dann ist das voll gut. So kann man hier uns erstmal auf diese Pulte, also wenn man diese Kommandoposten besitzt, meistens kann man dann hier mit Einheiten dann zusätzliche Befestigungen bauen. Brauchen wir jetzt aber nicht, so man macht fertig, das Infanterie. Weil Panzerabwehr hat natürlich auch ein paar Soldaten. Ja, aber... Man kann, sollte lieber auch mal geschaut sein. Feinde werden erfasst, fahren zu Koordinaten. Dann mal los! Ach, wie schön, dass jetzt flüssig läuft. Also seid schön für die Anfangsfrequenz. Also, meistens haben wir schon ein Programm, aber ich weiß nicht, das ist besser. Da sind jede Menge Russen, die Gebäude entlang der Route besetzt haben, Sir! Wir übernehmen das. Ich habe Kontakt mit einer Artilleriebatterie. Sie bietet Feuerunterstützung an. Verschwenden Sie Ihre Dienste nicht, Parker. Und schalten Sie unbedingt diese Infanterie aus, bevor Sie Ihre Einheiten durchschicken. Hier, Yankee 5. Geben Sie uns einfach die Zielkoordinaten, dann kümmern wir uns um den Rest. Over. Hier, Bravo 4. Der sowjetische Angriff ist zu stark und wir können nicht durchhalten. Herr, bitte Anweisung. Over. Ich dachte gerade, dieser... Der Angriff hätte meine Fahrzeuge zerstört. Wir haben 50 Kommandoposten, wir haben hier... Oh, wir haben... Na gut, präzise, das lohnt sich. Damit schalten wir mal die nächsten Russen in den Gebäuden aus. Ich will jetzt ordentlich bomben, das gucken wir uns mal genau an. So. Da die Grafik jetzt ein bisschen runter ist, sollte es ein bisschen gerade laufen. Feindliche Einheiten im Zielgebiet wurden ausgerechnet. Artillerieangriff wurde präzise ausgeführt. Da leben noch welche. Na gut, das machen dann nur unsere Bradleys alleine. Oh, wir können von der anderen Seite sicherer. Bradley ist in Bewegung. Guck mal, hier haben wir normale sowjetische Infanterie. Ein feindlicher Soldat in Kreide. Oh, jetzt mal angucken, was aussieht. Gut. Kann man die Tomahawks abschießen, die Raketen. Die Route ist frei und die Artilleriebatterie wird woanders gebraucht, Parker. Und jetzt bewegen Sie Ihren Hintern zum Kingdome. Wir bringen auf dem Luftweg Verstärkung rein und evakuieren die Zivilisten dann per LKW. Zu spät, Sir. Die Russen rücken auf den Parkplatz beim Kingdome vor. Und meine Männer haben dort auch mehrere Flakbatterien entdeckt. Dann breche ich die Evakuierung ab. Die Zivilisten sind damit auf sich selbst gestellt. Es sei denn, wir schaffen uns die Flak vom Hals. Ja, aber ich habe dafür leider nicht genug Männer übrig. Parker, probieren Sie es mal. Säubern Sie die LZ am Kingdome, damit unsere Hubschrauber die Zivilisten ausfliegen können. Parker, ein Bradley ist beschädigt und beim Kingdome liegen geblieben. Probieren Sie, ob Sie ihn zusammenflicken können. Ich schicke Ihnen dazu einen Humvee. Ah, gut, ich habe einen Humvee bekommen. Ich wollte gerade schon sagen, können wir auch unseren Bradley reparieren. Ja, das weiß ich. Also haben wir mit MG. Das Beste sozusagen an dem Teil ist, dass der Fahrzeug repariert. Wir steigen ein, Sir. Nee, das wollte ich gar nicht. Panzer ist bereit. Ich verliere überall in der Stadt Männer, verdammt. Wir halten nicht mehr lange durch. Ja, bleib locker. PA-Team ist bereit. Geh jetzt in das Feuer schon. Das ist gar kein schwerer Panzer. Ich werde schon meine Schuss unterstützen. Sehr gut, Parker. Sie werden diesen Bradley noch brauchen. Das war übrigens sekundäre Ziele. Gerade also wir haben Hauptziele und sekundäre Ziele. Und sekundäre bringen dann immer einen Bonus. Schwere Infanterie einsatzbereit. Ich hoffe mal kurz, dass der noch den Bradley hier repariert. Bradley MTV hier, Sir. Bereit zum Dienst. Lang unterstützen wir mit Raketen und Verbündeten.
Wir haben auch zwei Abrams. Ist das M1 oder M8? Ich weiß nicht. Marschieren mit unseren Werfern weiter! Ja, Sir, ja, Anfall, wir beeilen uns, Sir! Geben Sie uns Ihre Befehle! Leute, Parkplatz, sozusagen. Panzer absteigen, steigen in den Transporter! Wir lassen uns bitte. Hol mich doch, der Teufel, Parker! Wir könnten es schaffen, weiter so! Das geht so ganz einfach. Noch ein Fahrzeug erledigt, Parker! Noch eins, dann können wir die Hubschrauber reinbringen, Lieutenant. Wie lauten Ihre Befehle? Dann mal los. Ja, hier, mit gegen diese Panzer haben wir auch ihre Raketen. Ja, sind eigentlich nur von Listen da. Wir haben sie. Hier, Bravo 4. Wir haben fast keine Muni mehr und einen Haufen verwundete Männer. Wir brauchen Unterstützung. Es ist keine feindliche Flak mehr im Gebiet. Ich habe die Hubschrauber angefordert. Gehen Sie zur LZ und richten Sie einen Grenzbereich ein. Ja, wir sind hier! Fahren okay, los! Jetzt muss Ihr Hotel 29, die LZ wurde gesäubert. Ich wiederhole, die LZ wurde gesäubert. Wir sind schon dabei, Verstärkung reinzubringen. Over. Hotel 29, hier Hotel 6. Formation halten und nach Feinden Ausschau halten. Die dürften bald wieder zurück sein. Hotel 6, over. Okay, Infanteristen kommen runter. Kommt jetzt die Zwischensequenz? Ja, eigentlich ist da voll eine Rakete gerade reingeflogen. Was ist denn das? Lol. Ah, Zwischensequenz. Oder? Achso, ich weiß, was gleich passiert. Jetzt werden unsere Zivilisten in den Transporter geladen, wie ihr seht. Ich wollte mich gar nicht kommentieren. Ja, ich weiß nicht, soll ich... Ja gut, jetzt dauert ein bisschen, ob ich die Grafik geladen ist egal, stört mich jetzt nicht. Tja, jetzt wird der Kingdom zerstört. So, nicht von uns, sondern von den Sowjets, von Artilleriesperrfeuer. Die kann man auch im Multiplayer kaputt machen. Tja. Die Artillerie hat den Kingdom schwer erwischt. Die Zivilisten hatten verdammtes Glück, dass ich da war, um ihre Hintern zu retten. Jetzt sollten wir machen, dass wir von hier verschwinden. Wir sind schon viel länger hier, als für uns gut ist. Hanson hier. Überall in der Stadt sind Truppen festgenagelt. Wir müssen sie rausholen. Ihre Leute müssen schon allein klarkommen, Sergeant. Wir können nicht länger bleiben. Aber Sir, Sie können uns doch hier nicht sterben lassen. Na gut, verdammt. Parker, Sie erledigen das. Ich kann es nicht riskieren, dorthin zu gehen. Gut, Sie haben sie gefunden. Helfen Sie ihnen, das Gebiet zu säubern. Also der Bannon ist jetzt ja wirklich nicht der beste Kamerad. Danke, Sir. Jetzt sind nur noch ein paar Leute übrig, die Hilfe brauchen. So, wir machen ab die Kastenformation einfach. Ich weiß, dass die Ihnen das in West Point beigebracht haben, Parker, aber wenn Sie Ihren Jungs befehlen würden, sich in Kastenformation zu bewegen, kämen Sie in den engen Straßen besser voran. Ja, das wollte ich gerade sagen. Ja, habe ich jetzt gemacht. Wie gesagt, ja, Kastenformation ist eine Gebiete. Hier, Bravo 4! Wir brauchen Verstärkung, verdammt! Ist da draußen jemand? Ich habe gerade meinen Funker verloren und nur noch ein Magazin! Durchhalten, Bravo 4! Wir holen Sie da raus! Verstanden! Ich ziehe mich zurück nach... Bravo 4, bitte melden! Sie haben sie gefunden, Lieutenant! Wenn Sie ihnen helfen können, das Gebiet zu säubern, dann können sie verschwinden! Na, machen wir mal. Wir müssen auf unser Humvee aufpassen, weil wir natürlich nicht mehr verlieren. Ja, noch ein paar Sowjets. Vielen Dank, Lieutenant. Das werden wir Ihnen nicht vergessen. Ja, Sie sind ein echter Lebensretter, Parker. Jetzt sollten wir hier schleunigst weg. Wir müssen durch die Unterführung nach Osten. Wir brauchen jede Hilfe, die wir kriegen können. Sichern Sie das Depot, Lieutenant Parker. Wir kriegen uns
Ich habe noch weitere Artillerieunterstützung für Sie. Nutzen Sie sie, um das Gebiet zu säubern. Hier Yankee 5. Wir sind in Bereitschaft und feuerbereit, Sir. Okay, wenn wir Artillerieunterstützung. Wer hat hier eigentlich den Befehl? Ich dachte, wir sollten uns zurückziehen. Das werden wir auch, Private. Aber wir müssen organisiert bleiben. Zur Hölle damit, Sir. Wenn wir überleben wollen, sollten wir jetzt losrennen. Bleiben Sie vom Funk weg, wenn es nichts Wichtiges gibt. Das Versorgungsdepot ist gesichert. Dort bekommen Sie Ihre Verstärkung, Parker. Sorgen Sie unbedingt dafür, dass die LZ sicher bleibt. Achtung an alle! Ich bin alles, was noch vom zweiten Platoon übrig ist. Und ich verschwinde jetzt aus der Stadt. Ich rate allen, dasselbe zu tun. Sie ziehen sich gefälligst diszipliniert zurück, Private. Das ist ein Befehl. Sir, fahren Sie zur Hölle! Na ja, ne? So, gegen leichter Panzer können unsere MGs nicht so viel ausrichten, das hat nichts. Leider alle Raketenstufe ballert. An alle Einheiten! Vor jedem Positionswechsel bei mir melden! Sammelpunkt ist Position 2-4, falls Ihr Befehlshaber fällt. Das nervt, dass die mir immer noch zwischen gehen. Nach einer Zeit. Wir haben wieder Artillerie-Schwerfeuer, deswegen nicht mehr auf. Den haben wir, lasse ich meinen, bei der LZ. Wo ist eigentlich... Der hat doch gesagt, ich bekomme meine Verstärkung. Verdammt, Sie haben zu lange gebraucht. Die Unterführung ist blockiert. Jetzt müssen Sie sich da irgendwie rauskämpfen. Ich hab noch Artillerie-Sperrfeuer, was ist dein scheiß Problem? Roger, ich lasse über die Zielkoordinaten Kugeln regnen. Was macht ihr? Wo habe ich denn Artillerie-Sperrfeuer? In die Hose. Wie viel gebombt wird? Ich meine, okay, das sind jetzt wir, aber sonst... Die Stadt echt gleich Schutt und Asche. An den Panzer. Oh komm, mach zusätzlich den leichten Panzer von dem Schrauber. Was ist denn der Paket? So, das war's jetzt, glaube ich. Alle kommen rum, hat er wissen, oder? Ich weiß nicht, ob das Panzer aktuell ist, das hat jemand schon gesehen. Ja, nee, falsch, nicht da. Was kommt denn da andauernd? Alter, das ist übel. Ich glaube, das war's dann jetzt auch, ne? Ich speichere mal. Ist das leer, dann hier nachher ich dann auf nach der ersten Mission. Mache mich auf den Weg. So. Voll getankt und sind mit Tempo und dann haben wir Mission noch zu Ende. Wir Eagle 6. Captain Bannon, sind Sie das? Colonel Sawyer, wie zum Teufel? Keine Zeit, Captain. Bringen Sie alle Leute, die Sie haben, zu mir zur I-90-Brücke, verstanden? Sir, ich... Ein einfaches Ja reicht, Bannon. Ja, Sir. Wir kommen. Bannon, over. Ja, wir haben es geschafft. Sieg. Der kann ich nicht speichern. Na genau, muss ich nächstes Mal jucken. Ach, hier steht doch was. Die sowjetische Invasion hat alle überrascht. Aber dank ihrer beharrlichen Verteidigung der Innenstadt konnten Tausende Zivilisten unter der Stadt fliehen. Nationalgarde steht ebenfalls in ihrer Schuld, weil sie deren verstreute Truppen versammelt und den Rückzug koordiniert haben. Die Russen wurden etwas aufgehalten, aber jetzt müssen wir noch entschlossener vorgehen, um sie die in die Schranken zu weisen. Im Orden bekommen, ne? Die Landverteidigung verliehen für ehrenhafte Pflichterfüllung während des Rückzugs aus Seattle. Verliehen für hervorragende Leistung bei der Reparatur eines Linien. Boah, toll. Auch so schwer, rechte Maustaste zu drücken.
Ja, wie gesagt, ich werde versuchen, alle Missionsziele zu machen, für das ich auf einfach spiele. Ist jetzt auch egal, hier haben wir unsere Statistiken. Na gut, dann würde ich sagen, dann war es das mit dem ersten Part. Ich höre jetzt auch auf. Ich will jetzt mal was essen. Und ja, dann sehen wir uns dann wahrscheinlich morgen, mache ich wieder ein Part, hätte ich Bock drauf. Und ja, dann sehen wir uns dann, sage ich jetzt mal, morgen beim nächsten Video, obwohl.